Okay. Ist der Geier eigentlich so wie die Zombies, nur halt in einem gewissen Bereich unterwegs oder der richtige so ein Geiernest? Boah, Geiernest wäre cool. Ja. Vielleicht kann man da so na Zombie-Geier legen keine Eier. Das ist okay. Den Gedanken verwerfe ich gleich mal. Cheerleader-Zombie. Oh, wie nett. Okay. Ach, das Ding ist hartnäckig. Was machen wir mit dem Kühlschrank im Erdgeschoss? Weg damit, Abbauen. abbauen. Okay. Wir haben leider keine Range, sonst hätten wir schon einige Teile herausbekommen, aber wir werden noch, glaube ich, genug finden, Du oder? kannst ihn bis zu Tag 7 stehen lassen, aber dann muss er weg. Ich will ihn nicht stehen lassen, sonst krabbelt oben einer drauf und hauschelt ab. Naja, also 2 hoch. Ja, und Da kommt niemand drauf. ich vertraue 7 Days nicht. Der Ofen. Ein hartnäckiges Ding. Gut. Ich brauche auf jeden Fall da noch was drauf. Und verstärken. Also ich habe erst 15 Früchte, das ist nicht halt so viel. So, wie weit? Okay, 3 weiter, 1, 2, 3, 4. Das wäre dann hier. 3, 4, ups, und hier. Das wären viele Säulen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okay. Wird aber passen, 1, 2, 3. Jo. Ah, ich glaube, da kann ich meine sparen. Blödsinn. Da kommt noch eine. Ja, passt. Doch. Ja, das passt mir. So. Bestimmt steht in der Bühne. Ich sollte mal wieder einen Hut aufsetzen, ne? Ja. Wäre nicht schlecht. Das war ein Blödsinn. So, machen wir das. Ah ja, die können wir auch abbauen. Die leuchtet nicht. Weg damit. So, die leuchtet, die lassen wir. Die leuchtet nicht. Weg damit. Ja, am Anfang ist dieser Krampf mit der Äxte. Naja, wobei die 50er heute jetzt eh schon ganz gut. Ja, Also ich trotzdem. konzentriere mich jetzt da sehr auf die Kakteen, weil ich habe gerade selbst alle verbraucht, die ich bisher gefunden habe. Okay. Damit wir für die Tiefraten noch was haben.
So. So. Platz noch. Habe ich jetzt einen Knick in der Optik? Oder steht das? Ah, das steht schon. So. Ein Knick in der Optik. Hoppla. So. Haben wir eigentlich Holz? 88 habe ich noch, das gibt's ja nicht. Das geht so schnell weg. Ich habe ein bisschen eins nebenbei so mitgefarmt. Das kann ich da dann wieder rausgeben. Du magst mir dafür das Werkzeug auch. So. So. Okay, die zwei sollen stehen. Da werde ich noch was ansetzen. Das brauche ich. Huch, den hätte ich schon gleich übersehen. Wärst du auf einen drauf gestiegen? In Kleefeldern steht, glaube ich, kein Kaktus. Also überall dort, wo es Klee ist. So, ein paar Spikes habe ich noch zu setzen. Ja, genau. Nämlich hier. Und weg sind sie. Na gut. Setzen wir die wieder rein. Ah ja, der Kühlschrank, der Kühlschrank. Ja, Gebäude haben wir auch schon gesprochen zwischen den Aufnahmen. Ah ja, Gebäude, was wie wir bauen wollen. Wie wir bauen, was wir bauen. Das wird dieses Mal von der Fläche her nicht so groß. Ja, und kleiner. Wird eher etwas Turmähnliches werden. Mit dem üblichen Treppenaufgang, den wir immer produzieren. Dann die Zugbrücke wollen wir auf alle Fälle wieder mit einbauen. Ja. So. Dass es einfach komfortabel ist. Na, es ist kein. Nichts mehr da. Eine Dose ist noch da. Fleisch könnte ich abbraten mit Eiern. Ja, ja, ich habe ja gesagt, bau den Grillrost, dann kannst du das so, Fleisch ja, genau. Grillen. Ich und bin das gibt ja. So, dann. Boah. Die nehmen wir mal raus. Das war ein Geier, gell? Ja, das war ein Geier. Gut erkannt. War das bei dir oder? Gute Frage, ich bin im Haus. Ich bin noch versteckt, aber ich lade ich am besten befinde mich natürlich in der Steppe. Ich weiß nicht, ob das angezeigt wird, wenn man von dem entdeckt wird. Ja, genau, deshalb. Das ist mir nämlich völlig unklar.
So. Am Grill. Iron und Clay. Okay, ich brauche Iron. Amboss? Hast du Amboss gebaut? Ah Ja. ja, da unten liegt der Mob, bin ich blind. Okay. Ich habe einen Amboss gebaut. Ich Amboss bin noch nicht reingelegt. reingelegt. Ich habe ihn reingelegt jetzt, okay. Und den Grill craften wir. Schön, in ein paar Sekunden haben wir einen Grill. Was? Oh. Mein Gott, jetzt habe ich wieder das Ding übersehen, dass ich das trinke. Grill ist fertig, herrlich. Sehr So, schön. ja, ich esse das mal. Ich lege, wo ist er da? Den Grill rein und mach uns Hemmendecks oder so, ne? Also, die Eier und das Fleisch war Kannst das arbeiten. machen oder Grillfleisch bringt. Gleich viel. Schauen wir mal. Ich glaube, Hemendex bringt ein bisschen mehr. Sollte Eggs so and sein. Bacon. Grilled meat. Die machen wir, glaube ich, mehr. Kochen wir mal. Schmackerfatz. Eieritür. Oh. Bin entdeckt. Warum bin ich entdeckt? Jetzt bin ich versteckt. Nicht mehr gejagt. Okay. Hab ich irgendein Fleisch oder so? Nein. So, was ist da? Oh, wir könnten weiter reinladen. Ah ja. Okay, was können wir alles brauchen? Forged Iron auf jeden Fall. Ein Amboss haben wir, den Cooking Grill haben wir. Dass ihr irgendwas schon vorbereitet, nämlich. Was braucht er da? Okay, zerbrochenes Glas. Zement müssen wir lernen. Achso. Ich schaue noch. Was? Rebar-Frames. Iron. Und Clay. Okay. Rebar-Frames könnten wir schon. Ist schon einiges drin. Sehr nett. Ja, aber das sind nicht die, die es dann mit Beton ausfüllst. Doch, die Rebar, oder? Das sind, glaube ich, diese, die du bei großen Decken verwenden kannst, Nein, um die zu spannen. nicht die Unterkonstruktion, sondern wirklich die Rebar, die mit Beton, Holz und Beton Okay. aufgerüstet werden. Witzig. Wozu braucht man dann, oder wozu muss man dann extra im Beton? Achso, da lernt man das Betongemisch dann praktisch, oder was? Okay, ja. Okay, Weiß ja ich. nicht, ob. Nein, nein, ich schaue mich nur mal um, was denn alles möglich wäre. Gut, da ist fertig. Ach, ist das gut und lecker. Ich brauche noch eins.
Ja, jetzt heile ich mich, Gott sei Dank. Gut, zu trinken. Gläser zu füllen. Sehr schön. Ach, da waren noch so Dosen gewesen. Ich dämliche. Gut, die lege ich mal rein fürs nächste Mal. Ja, so schön geht es, wenn man sich wieder aufheilt. Wie macht man Kerzen? Weil ich da das Fett sehe. Candles. Okay, die haben das da anders. Wo könnten die drin sein? Im Häuschen. Ah ja, da war was. Oder auch nicht. Das ist gescheit. So. Da. Blends und Teller. Ah, da braucht man den Teller für die Kerzen. Na schau. Ah ja. Yep. Na dann. Na dann sind gleich ein Kerzen paar. Die sind ja nicht so schlecht. Mhm. Die brennen ja, glaube ich, besser. Oder heller. Ja, du hast das irgendwo in einem Video. Zumindest hat es wer behauptet. In einem anderen Let's Player gesehen. Ne? Mhm. Okay. Die drei Steinäxte sind okay. Durch. Okay, na dann kommst du nach Hause. So, ja, ich baue mal noch schneller, ne? Sehr schön. Ja, ich zimmere am Dach weiter. Achso, da sind Geier, oder? Jetzt sind sie noch gerade nicht da. Ich bin mir nicht sicher, ob das vorhin bei mir war oder bei dir. Weil ich sehe bei mir da keinen. Keine Ahnung. So, den Baum da werden wir noch mitnehmen. Ja, Holz ist immer gut. Aber irgendwie, Geier sind weg. Das schon her, von verbrannten Bäumen kriegst Holz und Kohle raus. Mhm, ja, ja, hast du okay. Nicht gewusst, war beim letzten schon. Ah, alles klar. Also, wir kriegen auch aus dem Stein. Kriegen wir jetzt Kohle, die was auf dem Clay drauf liegen. Was kriege ich da raus? Stein, so wie immer. Okay. Aus den großen, ja, aber die kleinen runden Steine liegen jetzt Kohle, Stein und Lead. Ja, ja, nein, ich hab's auf so ein Ziegel habe ich drauf. Ah, okay. Gut. Die Brücke müsste stehen. Wenn du ankommst. Alles klar. Uah, Kaktus. Da steht eigentlich alles. Ich glaube, ich gehe kurz nach unten. So. Ja. Dann kommt hier drauf. Yeah, das geht sich aus.
bist du schon? Ich komme gerade in Hang rauf zum Häuschen, da die Straße entlang, die in unserem Haus verläuft. Also okay. Weg. So ein befestigter Wegstraße, kann man das nicht nennen. So, ich sehe unser Häuschen. Bin auch schon da. Wo baue ich mich rauf? Ah, da davor. Okay. Sehe schon, es sehe schon. Ist eine Brücke. Mitnehmen? Ja, nehm's mit. Ich bin drinnen. Ja, cool. Kibra war fleißig. Ja. So. Ich brauche Woodframes. Gut, was haben wir denn? Wir haben Casino-Tokens, die können wir beim Händler dann einmal brauchen. Ein bisschen Papier, Schießpulver, den werden wir scrappen. Die Painkillers kommen da rein, die Schmerzmittel, der Kleber. Oh! Hm? Bauplan für den Lederbrustpanzer, den werden wir dann gleich lernen. Skille ich auf Rüstung oder du? Und Gewand. Skillen bauen oder was? Also lernen, ja. Ist die Frage, ob das dort da so ist. Keine Ahnung. Messing rein da. Die leeren Glaskrüge nehme ich mal. Bitte. Golden Rod Seed mit 83. Federn habe ich die ersten 250 voll. Den lege ich hier rein. Ich werde aber was nachmachen müssen. Dann lassen wir noch einmal Hundefutter. So, das heißt. Kohle. Chrysanthemum. Und die Blaubeeren. So. Dann. Wollen wir mal was trinken? Oh, kein Holz, ich spinn. Stofffetzen. Soll ich da jetzt in die Blaupause reinlegen oder? Die kann ich mal schauen, ob es das jetzt bei der Rüstung auch gibt. Was denn? Ja, was ja neu ist für Werkzeug und für Waffen, damit man das hochleveln kann. Ihr habt das bei der Tibra schon gesehen, muss man jetzt da investieren. Ja. In Werkzeugschmied und in den Waffenschmied. Das ist natürlich die Frage, ob das bei Rüstungen auch, der Rüstungsschmied. Ja, gibt's auch einen Schmied? Ja, ich habe Armor Crafting, hast du bei mir ja. Ja. Verfügbare Punkte 19. Athletics. Dann werden wir gleich nochmal. Ich den kann da den nächsten. Armor Crafting habe ich schon einen Punkt investiert. Ich werde jetzt mal in Camel nehmen. Und so, 4 Punkte habe ich noch. In was hast du investiert? Ich habe Toolsmithing, Armor Crafting, die 2 einmal. Alles klar. Quality schon. Und wie also Plünderung 20. Six, da kann ich auch schon den nächstgrößeren Bogen, kann ich. Ich muss auf alle Fälle die Plünderung nach oben bringen, dass wir in Qualitätsschule lernen können, dann kriegen wir besseres Zeug raus. Okay. Der ist, glaube ich, nicht notwendig. So. Den da nehmen wir uns mal vor. Okay, bleibt nur noch ein Punkt. Passt. Gut, dann lege da die Rüstung rein, wenn du das gelernt hast. Ja. So.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet es wieder ein, wenn es weitergeht bei 7 Days to Die. Tag 6 ist dann der nächste mit der Tibra und dem Anduin. Bis dahin, happy gaming und ciao, ciao. Ciao.